Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, euer Minchen. Und heute habe ich ein Special für euch. Und zwar mein 50 Facts About Me Video. Ich habe das schon ein bisschen länger geplant. Ja, ich bin bisher nicht dazu gekommen. Ich wollte es eigentlich draußen machen, weil das Wetter echt geil ist. Aber es ist mega windig draußen. Man hört es, glaube ich, ein bisschen. Und man würde wahrscheinlich kein Wort verstehen. Deswegen in meinem Zimmer, in mein Bett eingemummelt. Weil der Wind ist ganz schön kalt. Ja, ich fange am besten gleich an. Ich habe es mir hier aufgeschrieben. Und zwar, der erste Fact. Mein Name ist Jasmin, wie ihr es wahrscheinlich schon mitbekommen habt. Und ja, ich heiße wirklich Jasmin. Und nein, ich heiße nicht wirklich colorblind. Es gibt Leute, die fragen das wirklich. Und nein, ich bin auch nicht farbenblind. Und wäre ich ein Junge geworden, würde ich Alexander heißen. Fact 2. Ich bin am 30.12.1988 geboren. Also einen Tag vor Silvester. Das ist ziemlich nervig, weil kaum einer Zeit hat, meinen Geburtstag zu feiern. Ich muss ihn eigentlich immer nachfeiern, weil alle über die Feiertage weg sind. Von Weihnachten auf Silvester sind immer alle im Urlaub oder so. Oder bei Verwandten. Und früher, wenn ich gefragt wurde, wann hast du Geburtstag, habe ich immer gesagt, einen Tag vor Silvester. Und die Leute haben sich irgendwie immer nur gemerkt, Silvester. Und haben mir dann am 31. gratuliert. Und alle so, hey, Minchen, Happy Birthday. Und ich so, ja, nachträglich. Und alle so, hä? Ich so, ja, ich hatte gestern Geburtstag. Mittlerweile habe ich mir angewöhnt, 30.12. zu sagen, weil das schon eher hinkommt. Viele sagen dann, ach, ein Tag vor Silvester. Fact 3. Ich habe 4 Tattoos und 3 Piercings. Fact Nummer 4. Ich habe mir 3-mal ein Septum stechen lassen. Das ist dieses Piercing. Der Bullenring, wie er von vielen genannt wird. Ich habe ihn mir 3-mal stechen lassen. Ja. Das erste Mal hatte ich ihn 2 Wochen, da musste ich in die Augenklinik. Da wurde ich operiert, da musste ich ihn rausnehmen. Habe ihn danach nicht wieder reingekriegt. 2 Tage später zugewachsen. Dann habe ich ihn mir ein zweites Mal stechen lassen, hatte ihn, glaube ich, 2 Monate oder so drin. Fand es auf einmal irgendwie nicht mehr schön und habe es rausgenommen. Dann habe ich mir ein drittes Mal stechen lassen, weil ich es total vermisst habe. Hatte es, glaube ich, 5 Monate oder so drin und habe es wieder rausgenommen, weil ich dann dachte, na, jetzt reicht's. Ich war irgendwie unzufrieden damit, es ging mir auf den Sack. Hab's rausgenommen und habe gedacht, so, das war's jetzt. 3x 30 Euro. Wer's hat, ne? Fact Nummer 5. Ich bräuchte eigentlich eine Addicted-to-List. Es gibt total viele Sachen, die ich einfach liebe und die ich einfach brauche in meinem Leben. So simple Sachen wie... Ja, ich werde noch zu ein paar Sachen kommen. Aber ich hätte am liebsten so eine Liste, die würde ich mir am liebsten an die Stirn tackern, damit jeder weiß, was ich liebe und wie ich es liebe und... Ah! Ja. Fact Nummer 6. Ich habe 2 Hunde und 3 Katzen. Beziehungsweise 1 Kater und 2 Katzen. Fact Nummer 7. Ich liebe, liebe, liebe Hello Kitty. Ich liebe Hello Kitty. Ja, ich habe sogar ein Hello Kitty Tattoo und nein, das kann man nicht abwaschen. Und auch nicht abkratzen, es ist einfach da. Ich liebe Hello Kitty. Fact Nummer 8. Ich bin der übelste Facebook-Suchti. Ich liebe Facebook. Ich muss immer auf Facebook sein. Und wenn ich mal nicht auf Facebook bin, dann muss ich zumindest schreiben, wo ich jetzt hingehe, was ich jetzt mache und wann ich ungefähr wieder on bin. Ich habe immer Angst, das zu verpassen. Ich liebe Facebook. Fact Nummer
9. Ich würde niemals über mich sagen, dass ich eine Frau bin. Keine Angst. Ich habe keine Angst, im falschen Körper zu leben. Ich bin ein Mädchen. Ich weiß nicht, warum das so ist. Frau klingt so reif und alt. Ich bin ein Mädchen. Ich bin 24 Jahre alt und ein Mädchen. Ich glaube, das wird noch eine ganze Weile so bleiben. Fact Nummer 10. Ich bin das absolute Papakind gewesen. Mein Papa ist leider verstorben. Und ja, aber ich war immer Papis Prinzessin. Er hat alles für mich gemacht. Ich habe immer alles bekommen. Er hat immer zu allem Ja gesagt. Ja. Weil es wird ja häufig gefragt, Papakind, Mamakind, absolutes Papakind. Damit kommen wir auch schon zu Fact Nummer 11. Ich bin ein Mamakind geworden, natürlich, weil mein Papa gestorben ist, als ich 11 war. Ja. Und die Liebe zu meiner Mama ist riesiglich und endlos. Ich liebe meine Mama über alles. Alle, die mich kennen, wissen, wie ich an ihr hänge. Es geht manchmal so weit, dass ich ihr sagen muss, also zum Beispiel, wenn sie mal wegfährt und ich komme runter und sie ist nicht da. Ich flippe total aus, weil ich nicht weiß, wo sie ist. Ich raste total aus. Ich hasse es. Früher hat sie mir mal Zettel hingelegt, das tut sie mittlerweile nicht mehr. Ich sage immer noch, wo ich hingehe. Immer. Immer und überall. Wenn wir abends im Wohnzimmer sitzen und einen Film gucken und es ist Werbung oder so, dann sage ich meiner Mutter, wenn ich auf Klo gehe. Ist wirklich so. Ich gehe mal eben auf Toilette. Ist total Standard. Ich muss immer wissen, wo meine Mama ist und meine Mama muss immer wissen, wo ich bin. Ist so. Ein Tattoo ist unter anderem für meine Mama. Ich werde euch am Ende dieses Videos nochmal ein Bild einbauen, weil ich jetzt keinen Bock habe, hier mein Bein auszupacken. Dann kommen wir auch schon zu Fact Nummer 12. Ich habe 3 Großelternpaare. Also es gibt einmal die Eltern meiner Mama, dann gibt es die leiblichen Eltern meines Papas und die Stiefeltern meines Papas. Das heißt, mein Papa hat einen Teil seiner Kindheit im Heim verbracht, hatte aber eine leibliche Mama, einen leiblichen Papa und die haben dann jeweils neue Partner bekommen und haben auch geheiratet. Das heißt, ich hatte 3 Omis und 3 Opis, leider nur noch 2 Omas, wovon ich auch nur noch mit einer Kontakt habe. Ich vermisse mein Opi. Also der leibliche Papa von meinem Papa. Das war mein Lieblings-Opi. Ja, naja. Fact Nummer 13. Ich bin der totalste Spitznamen-Freak. Jeder, den ich mag und mit dem ich befreundet bin, kriegt bei mir irgendeinen Spitznamen. Irgendwas total durchgeknalltes, keine Ahnung. Ich muss immer jedem irgendwie einen Spitznamen geben. Ich habe da so ein... Ich finde das auch ganz schlimm, wenn ein richtig guter Freund oder eine richtig gute Freundin Jasmin zu mir sagt. Ich hasse das. Jasmin. So förmlich. Alle sagen Jassi oder Minchen oder irgendwas anderes. Aber Jasmin. Das hört sich an, als ob meine Mutter mit mir schimpft. Jasmin. Fact Nummer 14. Ich bin ein Wannabe-Perfektionist. Das klingt jetzt erstmal strange, ist es auch. Ich bilde mir ein, dass ich ein Perfektionist bin, weil es viele Sachen gibt, wenn das nicht richtig ist, dann regt mich das auf und ich will immer alles richtig machen. Und wannabe bin ich deswegen, weil ich es meistens dann doch lasse. Das ist wie bei den Videos. Zum Beispiel, ich drehe ein Video, dann finde ich es eigentlich total scheiße im Endergebnis und müsste es eigentlich nochmal alles neu machen und bin dann aber zu faul und will es unbedingt hochladen und mache es dann einfach. Dabei bin ich nie hundertprozentig zufrieden. Selten. Es gibt wirklich selten Videos, mit denen ich zufrieden bin. Fact Nummer 15. Schlafen. Ich liebe Schlafen. Schlaf ist ein unglaublich wichtiger Teil meines Lebens. Schlaf ist eine meiner großen Lieben. Wirklich. Ich brauche das.
Ich kann auch mitten am Tag stundenlang schlafen und kann abends immer noch schlafen. Ist ganz egal. Ich könnte immer schlafen. Ich liebe Schlafen. Schlafen ist so toll. Du musst nicht wach sein. Du musst dich nicht nerven lassen von irgendwas. Du musst niemandem zuhören. Du musst nirgendwo hin. Du musst gar nichts machen. Du bist zu Hause in deinem Bett, in deinem kuscheligen, supergeilen Bett. Mit 5000 Kissen und 7000 Kuscheltieren. Und kannst einfach schlafen. Das ist toll. Ja. Fact Nummer 16. Gucken, wie lange ich das noch machen kann mit den Händen. Ich liebe es. Liebe es. Andere Leute mit meinen Lieblingsfilmen und meiner Lieblingsmusik zu begeistern. Erstmal, meine Lieblingsfilme und meine Lieblingsmusik sind ein unglaublich wichtiger Teil in meinem Leben. Ich glaube, ich könnte ohne einige Filme gar nicht mehr leben, weil ich sie so liebe. Ich habe so viele Lieblingsfilme und so bedeutende, entscheidende... Ja, und ich liebe es, wenn ich sage, boah, der und der Film ist mein Lieblingsfilm und irgendjemand sagt, hä, habe ich noch nie was von gehört. Ich liebe das und dann schnappe ich mir die Person und die muss gleich diesen Film sehen, weil ich ihn liebe. Und wenn die Person dann auch den Film total geil findet, dann bin ich total in heaven. Ich liebe das. Und bei Musik genau das gleiche. Wenn ich irgendwelchen Leuten irgendeine Band zeige, die noch nicht so bekannt ist und ich liebe sie einfach und dann lieben die Leute sie auch und ah, das ist toll. Fact Nummer 17. Ich lasse es jetzt mit den Händen. Ich habe sehr wenige Freunde. Das wird die Hater unter euch jetzt nicht wundern, weil ihr wahrscheinlich gerade voll abgefuckt seid von meiner Attitude. Aber ich habe sehr geile Freunde. Ich habe wirklich tolle Freunde. Ich habe Freunde, die alles für mich machen würden. Und ich habe immer irgendjemanden, der mir zuhört. Ich habe wirklich selten gar keine Person. Es sei denn, ich will mal mit gar keiner Person reden, weil ich von irgendwas total verletzt oder total genervt bin. Früher oder später kotze ich mich aber trotzdem immer irgendwo aus. Ich habe wirklich, wirklich tolle Freunde. Wenn auch nicht viele. Aber ich bin sehr stolz drauf. Ich war früher so ein Mensch, ich wollte mal mit allen klarkommen und mit jedem befreundet sein. Und das habe ich zum Glück aufgegeben, weil es sind so viele falsche Leute in mein Leben gekommen. Und es lohnt sich einfach nicht. Lieber viel, 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 viel Liebe für wenig, wenig Freunde. Dann kriegt jeder ein bisschen mehr. Das ist toll. Fact Nummer 18. Ich liebe es, unterwegs zu sein. Ich muss immer unterwegs sein. Nein, ich muss nicht immer unterwegs sein. Ich habe auch Tage, wo ich nur zu Hause bin. Ich bin manchmal 3 Tage am Stück nur zu Hause. Dann wird es mir aber auch zu viel. Ich muss zwischendurch einfach mal raus in die Natur, in die Welt, Leute treffen. Aber ich liebe es, unterwegs zu sein. Am besten irgendwie 100 Jahre lang mit dem Auto, mit geiler Musik und geilem Wetter irgendwo hinfahren und mich aufs Ziel freuen. Wenn ich zum Beispiel an den Strand fahre oder so, irgendwo hin, wo es geil ist. Ach, ich liebe es. Oder einfach dumm rumfahren. Geile Musik, geiles Wetter, geiles Auto. Und einfach unterwegs sein. Am besten mit einer Person oder 2 Personen, mit denen man sich eh immer totlacht und feiert über alles. Ich liebe es. Wo wir auch schon bei Fact Nummer 19 wären, Langeweile tot. Ich habe mir natürlich noch Stichwörter gemacht. Und Langeweile tot. Ich hasse Langeweile. Das ist eines der schlimmsten Dinge, die man mir antun kann. Oder die ich mir selber antun kann. Ich hasse Langeweile. So wirklich so Momente, wo man einfach nichts unternehmen kann. Nichts. Draußen geht die Welt unter, Regen, Gewitter, Sturm, Sterben überall. Niemand hat Zeit, niemand hat ein Auto, niemand hat Geld. Im Fernsehen läuft nur Scheiße. Ich habe kein spannendes PlayStation-Spiel mehr. Ich habe nur noch Filme, die ich alle in- und auswendig kenne. Ich habe keine Lust, Musik zu hören, was ziemlich selten ist. Aber einfach so, wenn ich zu Hause sitze und ich will unbedingt raus, jemanden treffen, irgendwas machen und ich kann nicht, dann raste ich aus. Ich hasse es. Ich sterbe, wenn ich Langeweile habe. Es gibt nichts, was mich mehr aufregt in meinem Leben. Keine arroganten Leute, Beleidigungen, Schlägereien, hässliche Leute. Keine Ahnung. Ich hasse nichts mehr als Langeweile. Fact Nummer 20. Ich bin der absolute Lachflash-Mensch.
Ich kann super Lachflashs durchziehen. Stundenlang habe ich Lachflash. Auch mit mir alleine. Das funktioniert manchmal. Wenn ich an irgendwas Lustiges denke, dann könnte ich stundenlang lachen. Und ich kann mich auch immer nicht einkriegen. Es geht dann immer wieder von vorne los. Wenn ich gerade Luft geholt habe, muss ich sofort wieder loslachen. Das geht natürlich am besten mit meinen besten Freundinnen, die ich jetzt nicht alle einzeln aufzähle. Es gibt einige, die werden sich da schon gut wiedererkennen. Ja. Ich bin ein Lachflash-Mensch. Ich bin perfektioniert darin. Fakt Nummer 21. Ich kenne bereits die Namen meiner Kinder, die ich noch nicht habe. Seit vielen, vielen Jahren bin ich mir todessicher, dass ich, wenn ich eine Tochter bekomme, sie Amy nennen will. Und wenn ich einen Jungen bekomme, soll er Damien heißen. Die beiden Namen sind seit Jahren in mein Gehirn eingebrannt. Ich habe keine Ahnung, wie ich darauf komme. Okay, bei Amy ist es relativ einfach. Ich bin riesiger Evanescence-Fan. Ich liebe Amy Lee. Und deswegen. Music is my life. Amy. Ich finde den Namen super süß. Er ist kurz, man braucht keinen Spitznamen. Man braucht mal keinen Spitznamen. Und Damien, ich fand den einfach geil. Und er ist irisch. Das ist natürlich nochmal ein Pluspunkt. Fakt Nummer 22. Ich liebe Cecilia Ahern Bücher. Wer Cecilia Ahern nicht kennt, das ist die Autorin von PS Ich liebe dich. Das wird wahrscheinlich vielen Leuten was sagen. Sie hat noch viele weitere großartige Romane geschrieben. Der erste war PS Ich liebe dich, dann kommt Für immer vielleicht, dann kommt Zwischen Himmel und Liebe, dann kommt. Vermiss mein nicht. Dann kommt, glaube ich, schon Zeit deines Lebens. Ich bin nicht mehr up to date. Ich glaube, ich muss noch den sechsten und siebten Band lesen. Beziehungsweise es sind ja keine zusammenhängenden Bücher. Immer einzelne Geschichten, Liebesgeschichten. Und es ist nicht einfach nur Schnulz und Kitsch, sondern man kann sich zwischendurch mega totlachen. Das ist ja beim Film PS Ich liebe dich genauso. Ja. Ich liebe Cecilia Ahern und ich hoffe, dass auch alle anderen Romane, die ich bis jetzt gelesen habe, auch verfilmt werden, wie PS Ich liebe dich. Weil ich glaube, es sind alles Bestseller geworden bis jetzt. Kann ich nur empfehlen. An alle Mädels oder auch Jungs, die so Romane lesen mögen. Wer es nicht kennt, Amazon. Da gibt es auch gebrauchte Bücher, die noch gut in Schuss sind und wenig Geld kosten. Fakt Nummer 23. Viele werden jetzt vielleicht abschalten, wenn sie es nicht schon getan haben. Es ist ein perverser Fakt. Es geht um ein Lieblingsessen. Und es ist kein normales Essen, sondern sowas, wo viele sagen, sowas kannst du doch nicht essen. Doch ich kann. Ich liebe Hühnerherzen. Ja, ich esse Hühnerherzen. Ja, so richtige Herzen von Hühnern. Die sind ungefähr so groß und sehen halt aus, wie Herzen halt so aussehen. Klein und die sind lecker. Die haue ich mir in die Pfanne, mache ein bisschen Salz drauf und dann esse ich die mit Tzatziki und Knoblauch oder Kräuterbaguette. Lecker. Ich liebe, liebe Hühnerherzen. Alle finden das sau widerlich, aber ich bin da einfach reingeboren. Ich habe als kleines Kind schon Hühnerherzen bekommen. Nein, Zombies. Das heißt als kleines Kind, wo man halt angefangen hat, auch richtig Mittag zu essen mit den Eltern. Da haben wir schon immer Hühnerherzen gegessen. Und die schmecken. Man soll es nicht glauben. Also Leute, wenn ihr euch daran traut, esst Hühnerherzen, die sind lecker. Fakt Nummer 24. Ich liebe Lipton Iced Tea Peach. Ich habe sogar noch eine Flasche hier rumfliegen. Für alle, die ihn nicht kennen. Lipton Iced Tea Peach. Das ist ganz wichtig daran, weil es gibt auch Lemon, also Zitrone, aber schmeckt auch gut, aber noch lange nicht so gut wie der hier. Ich liebe ihn. Das ist mein Lebenselixier, sage ich ja immer so gerne. Mein Lebenselixier. Ich brauche den Eistee. Oh, wirklich, ohne Scheiß. Ohne den könnte ich nicht leben. Ich habe Zeiten gehabt, da habe ich jeden Tag, also da habe ich nur Eistee getrunken. Ging mir dann aber ein bisschen zu sehr in die Figur und mittlerweile trinke ich
viel anderen Scheiß. Auch nichts, was wesentlich weniger süß ist. Also ich trinke viel Fruchtsäfte hier, Apfelsaft, gut und günstig. Ja, aber ich liebe den. Mein Lebenselixier. Wenn ich den getrunken habe, dann kann der Tag losgehen. Fact Nummer 25. Ich liebe Haare färben. Ist nicht schwer zu sehen. Ich habe... Das kann man nicht mal erzählen, wie oft ich in meinem Leben meine Haare gefärbt habe. Ich hatte, glaube ich, schon so ziemlich alle Farben, außer irgendwelche Neonfarben oder grün oder so. Ich hatte blaue Haare, pinke Haare, lilane Haare, blaue Haare, rote Haare, schwarze Haare, blonde Haare, braune Haare, Haare, lange Haare, ganz kurze Haare, mittlere Haare und Haare. Einfach Haare. Fact Nummer 26. Ich liebe es, in den Urlaub zu fahren. Ja. Wenn ich meine Sachen packen kann, mit Mama losfahre und wir da sind. Am besten Dänemark. Ich liebe Dänemark. Oh. Ich liebe Dänemark. Wo wir auch schon bei Fact Nummer 27 wären. Ich würde unglaublich gerne nach Irland mal fahren. Ich liebe Irland. Ich bin der absolute Irland-Fan, aber ich war noch nie da. Ist ein bisschen strange, hat aber auch wieder mit Cecilia Ahern und PS Ich liebe dich zu tun. In dem Film sieht man ja viel von der irländischen Landschaft. Und seitdem stalke ich Irland ohne Ende. Ich google 1000 Bilder am Tag und ich liebe das einfach. Einfach nur dieses Grüne, die Berge, die Klippen, die Ruinen, die Schafe. Ich liebe alles an Irland. Auch die Stadt, die ganzen Feste, St. Patrick's Day und alles. Alles. Die Pubs, die Musik, Irish Folk. Wow. Geil. Einfach geil. Fact Nummer 28. Ich leide an Stimmungsschwankungen. Ich bin, glaube ich, eine der stärkst stimmungsschwankigsten Personen auf der ganzen Welt. Ich kann super gute Laune haben. Im nächsten Moment bin ich total deprimiert. Es ist fürchterlich. Es ist ganz schlimm. Ja. Und das kriegen dann auch meine Freunde zu spüren. So, ich verabrede mich mit irgendjemandem so, hey, wollen wir uns heute treffen? Ja, cool, bla bla. Ja, lass mal was Cooles machen. Ja, ich hab voll Bock. 2 Sekunden später kriege ich total den Depri-Flash und will mich nur in mein Bett verkriechen und nicht mehr rausgehen. Meistens mache ich das dann auch, weil ich bin so ein emotionaler Mensch. Ich muss es dann rauslassen. Da gehe ich aber gleich noch genauer drauf ein, denn es ist noch ein anderer Fact. Und ja, ich sag dann meistens meinen Leuten ab und sag, nee, heute nicht. Ich hab's mir anders überlegt, so. Ja. Fact Nummer 29. Horrorfilme. Ich liebe Horrorfilme. Ich brauche Horrorfilme. Und ich will Horrorfilme. Ich will immer mehr sehen, immer schrecklicher, immer gruseliger, immer heftiger, immer blutiger. Ich brauch das. Horrorfilme sind, ich brauch das. Ich brauche es, mir voll in die Hosen zu scheißen und nachts nicht schlafen zu können. Und dann muss ich nachts noch den Fernseher anmachen und irgendwas Lustiges gucken, so wie hier TV Total oder so. Ich brauche das. Ja. Sonst kann ich nicht schlafen. Ich muss immer noch irgendwas Lustiges gesehen haben hinterher. Aber ich liebe Horrorfilme. So richtig gute. Nicht so sinnloses Gemetzel, so... Da muss eine Story hinter sein. Man muss auch ein bisschen mitdenken können. Man darf nicht gleich wissen, wer der Killer ist. Aber ja, Horrorfilme einfach, ne? Fact Nummer 30. Ich liebe Amy Lee von Evanescence. Und ich liebe Xavier Naidoo. Und beide haben mir wirklich mein Leben gerettet. Wirklich. Ohne Scheiß. Ich habe heftige Sachen in meinem Leben erlebt. Und auch dieses mit den Depressionen und bla bla. Und vor allem der Tod meines Vaters war wirklich schlimm. Und Xavier Naidoo, seine Musik, es kam genau 2001, ist mein Papa gestorben. Und genau da kam das Album Zwischenspiel Alles für den Herrn raus. Oder heißt es Alles für den Herrn Zwischenspiel? Doppelalbum. Ihr werdet das bestimmt kennen. Das ist ein weißes Cover mit blauen... Googelt es.
Dieses Album bedeutet mir unglaublich viel und es hat mir so viel Kraft geschenkt. Für alle, die es nicht kennen, da sind so Tracks drauf wie Wo willst du hin? Abschied nehmen, bevor du gehst. Natürlich gerade solche Songs haben mir wahnsinnig geholfen. Aber auch andere wie I'll be waiting, Alle Männer werden kämpfen. Es sind so viele geile Tracks drauf. Ja, und musikalisch, gesanglich sind die beiden sowieso übertrieben meine Vorbilder. Amy Lee hat so ein Range, dass also da. Tü. Da bin ich sprachlos. Ich liebe diese Frau. Ich habe auch immer gesagt, wenn ich jemals lesbisch werde, dann Amy Lee, meine Frau, sonst keine. Die einzige Frau, für die ich übersiedeln würde. Für immer und ewig bis an mein Lebensende. Und ja, sie ist einfach heiß. Und sie ist geil. Und sie ist cool. Und sie ist ihre Stimme. Und Ende. Ihr wisst, was ich meine. Fact Nummer 31. Musikrichtung. Es gibt ja immer viele Leute, die auf Was ist denn deine Lieblingsmusikrichtung? Oder was ist deine Lieblingsmusik? Oder was hörst du für Musik? Sagen alles. Und ich hasse solche Antworten, weil niemand hört alles. Niemandem gefällt alles. Aber ich sag immer, ich definiere das wenigstens noch ein bisschen, ja. Ich sag nicht einfach nur alles, weil ich höre wirklich viele, viele verschiedene Musikrichtungen und auch Musikrichtungen, die überhaupt nicht zusammenpassen. Und ich höre es auch alles direkt nacheinander und kreuz und quer. Aber es gibt eine ganz wichtige Sache. Der Song, egal aus welcher Musikrichtung, muss mich einfach berühren. Der Text muss geil sein oder die Melodie, am besten natürlich beides. Irgendwas muss dieser Song haben und dann liebe ich ihn. Scheißegal, und wenn es Volksmusik ist. Wisst ihr Bescheid? Damit kommen wir auch schon zu Fact 32. Da geht es auch um Geschmack. Allerdings nicht um Musikgeschmack, sondern um Männergeschmack. Und tatsächlich ist es da genauso. Bei mir gibt es keinen. Ich stehe nur auf schwarzhaarige, blonde Männer mit Sixpack und Bierbauch und 3 Zehen. Keine Ahnung. Sondern es ist scheißegal, wie er aussieht. Natürlich muss ich etwas hübsch an ihm finden. Ist klar, dass ich jetzt nicht jeden Typen so, hey, wow, Traummann. Aber so, ja, wie sieht dein Traummann aus? Darauf kann ich immer nichts. Ich habe keinen Traummann. Klar, ich könnte jetzt 500 Schauspieler oder 700 Sänger aufzählen, so Jared Leto, Justin Timberlake, Brad Pitt und es gibt keine Ähnlichkeit. Die sind einfach alle heiß. Ryan Philippe, Ryan Gosling, oh Baby. Aber wisst ihr, was ich meine? So. Und so ist es halt bei Männern. Der muss nicht blond sein, der muss keine schwarzen Haare haben, der muss nicht weiß sein, der muss nicht schwarz sein, der muss nicht Japaner, Chinese, Afrikaner, Eskimo sein. Ist scheißegal. Er muss einfach was haben und natürlich muss der Charakter stimmen, weil. Also, wenn man alle meine Ex-Freunde in eine Reihe stellt, erkennt man gar kein Muster. Gar keins. Es gibt keins. Es gibt auch keine zwei Ex-Freunde, die sich irgendwie ähnlich sehen. Ne. Die sahen alle anders aus. Da waren auch sämtliche Nationalitäten und. Ne, nö, 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 nee, nein. So, dann kommen wir zu Fact 33. Und zwar habe ich zwei Facts eigentlich in einen gefasst. Und zwar, seit 2004 habe ich mein Matschauge. Das heißt, ich habe unterhalb meiner Iris, die Iris ist das Blaue, ne?
unterhalb meiner Iris, beziehungsweise manchmal auch auf der Iris, also unterhalb der Pupille, eine Hornhautentzündung und in meinem Auge ist ein Herpesvirus. Ich will das nicht weiter ausführen, es ist auch nicht ansteckend oder so, es ist einfach nur scheiße. Ich habe es seit 2004, also fast 10 Jahre, musste damit immer mal wieder zum Augenarzt, in die Augenklinik. Mir wurde mit dem Skalpell darauf rumgekratzt und solche Geschichten. Wenn euch das näher interessiert, auf meinem Mienchen-Channel hier irgendwo in meinen gesamten Uploads ist so ein Augenklinik-Tagebuch. Da könnt ihr ja mal reingucken, wenn es euch interessiert. Dazu kommt, seit meiner Pubertät habe ich Migräne. Richtige Migräne somit. Und einfach nur tot. Zimmer dunkel machen, hinlegen, kalten Waschlappen auf den Kopf, immer wieder aufstehen zum Kotzen, wieder hinlegen, Paracetamol fressen wie Smarties. So eine Migräne, ja. Kein Lärm, kein Licht, kein nichts, gar nichts, nichts. Ich kann nicht mal mein Handy dann großartig bedienen. Ich merke das immer schon, wenn es losgeht. Schreibe ich gleich allen so, ey Leute, ich lieg flach, heute könnt ihr mich nicht mehr erreichen. Und, Und ebenfalls 2004, da kommen wir allerdings dann wieder zu Fact 34, leide ich an Agoraphobie. Nicht zu verwechseln mit Agrophobie oder Angora-Kaninchen, Kätzchen, was auch immer, sondern Agoraphobie. Wenn ihr noch Fragen habt, ich schreibe es euch auch nochmal in die Infobox, in die Kommentare, wohin auch immer, schreibe ich alles. Das kann man gar nicht, also das würde jetzt das ganze Video einnehmen, wenn ich das jetzt noch erkläre. Gebt es am besten bei Wikipedia ein, beziehungsweise bei Google und geht dann auf Wikipedia. Agoraphobie, da könnt ihr euch alles durchlesen. Das ist eine psychische Erkrankung, eine Phobie halt, sagt das Wort ja schon. Und ich habe auch einen extra Angst-Channel über diese Krankheit und für andere Betroffene, den Too Hush the Fear-Channel. Der ist auch verlinkt auf diesem Kanal. Irgendwo da unten. Ah ne, jetzt gibt es das neue Kanaldesign. Oh Gott, jetzt weiß ich nicht, wo die sind. Immer noch da? Was weiß ich. Dann, Fact Nummer 35. Ich schlafe immer noch mit Kuscheltieren im Bett. Ich habe die jetzt heute alle mal ein bisschen beiseite geräumt, aber eigentlich liegen die bei mir mit im Bett. Natürlich nicht, wenn ich einen Freund habe oder sowas. Dann mache ich schon Platz für ihn. Aber ja, ich schlafe noch mit Kuscheltieren im Bett. Ich finde das auch völlig legitim. Sagt nichts. Ich bin ein Mädchen. Ich darf das. Fact Nummer 36, das YouTube-Phänomen. Ich habe 3 YouTube-Kanäle und bin seit 2009 dabei und habe es noch auf keinem Channel über 100 Abonnenten geschafft. Gut, ne? Die Leute wollen mich einfach nicht sehen. Es ist an der Zeit, dass ich das einsehe. Ne? Gibt halt Leute, die werden gesehen, wollen gesehen werden. Also, na, ich verstehe schon, was ich meine. Und Leute, die kommen halt einfach nicht an. Ne? Und ich bin noch unterwegs. Ich komme nicht an. Vielleicht liegt es an meinen Haaren. Oder an meinem Matschauge. Viele diskriminieren mich ja immer wegen meinem Matschauge. Oder wegen meinen Zähnen. Da kommen dann so tolle Kommentare wie, ey, lass dir mal die Zähne richten. Oder letztens hatte ich, du bist voll fett. Ja. 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 Ich habe mir so eine Speziallinse gekauft. Die muss ich immer auf mein iPhone raufsetzen. Und die schmälert alles so. Sonst würde ich nämlich gar nicht ins Bild reinpassen, weil in Wirklichkeit bin ich nämlich so. So fett. Und mein Gesicht geht so. Ja. Aber die Linse, das Einzige, was ich mir von meinem
hart verdienten YouTube-Geld leisten konnte. Achso, nein, ich verdiene kein Geld mit YouTube übrigens. Kann ich ja nicht. Mich guckt ja auch keiner an. So. Fact Nummer 37. Ich liebe es zu singen. Hat man wahrscheinlich schon mitbekommen, wenn man meinen Channel Schanecke 3250 kennt. Der übrigens auch hier verlinkt ist. Ja, ich freue mich immer noch über jeden einzelnen Abonnenten. Singen ist, es gibt ja viele, die sagen, Musik ist mein Leben, Singen ist alles für mich, ohne Musik würde ich sterben. Und ja, ich gehöre dazu. Ich würde auch sterben ohne Musik. Wobei auf der anderen Seite, wenn ich natürlich schon gelebt hätte von Anfang an ohne Musik, würde ich natürlich nicht sterben, weil ich wäre es ja gewohnt. Ne? Aber ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Auch dazu habe ich ein Tattoo. Zu der Musik übrigens. Ja, das werde ich euch vielleicht auch nochmal am Ende des Videos werde ich euch gleich alle meine Tattoos fotografieren und ans Ende des Videos hängen. Ja. Fact Nummer 38. Emo? Fragezeichen. Ja. Wie gesagt, ich bin ein ziemlich emotionaler Mensch. Ich muss auch meine Emotionen immer rauslassen. Das heißt, wenn ich glücklich bin, gehe ich allen Leuten auf den Sack. Bin total aufgedreht und hippel die ganze Zeit rum. Wenn ich Depri bin, dann bin ich Depri. Und ich bin wirklich Depri. Ich mache dann alles dunkel hier. Mach mir einen Kakao. Hol mir 5 Tafeln Schokolade. Nein, ganz so schlimm ist nicht. Nee, aber ehrlich, ich leg mich dann ins Bett, mach die übelste Deprimucke an, leg mich ins Bett und heul einfach. Und dann heul ich und heul 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 und heul. Und wenn es dann wieder gut ist, dann ist es wieder gut. Ja. Wenn ich mich ausgeheult habe, dann ist wieder alles tüffig. Aber ich brauch das. Ich muss es immer rauslassen. So mit allen Registern, Mucke, Bett, posten. Ich muss natürlich, weil ich in Facebook sucht, die bin, posten. Mir geht's so scheiße. Das Leben macht voll keinen Spaß. Und dann 1000 Leute so, wie bist du denn drauf? Was ist los? Das ist ja mal das Beste. Man will sich mitteilen und postet so, mir geht's voll scheiße. Ich hab keinen Bock mehr auf diesen ganzen Fuck hier. Man hat voll keinen Bock darüber zu reden. Man will es einfach nur rauslassen. Und dann 20 Leute so, oh, was ist denn los? Was ist denn passiert? Und du denkst so, fickt euch alle, ich will nicht darüber reden. Ja, man hat selber Schuld, wenn man das postet. Ich weiß das. Aber aufregen darf ich mich trotzdem. Fact Nummer 39 ist ziemlich wichtig. Ich habe ein Anti gegen jegliche Form von Hype. Sobald auf irgendwas Hype geschoben wird von der Welt, habe ich schon keinen Bock mehr darauf. Das war schon immer so. Das fing an bei Herr der Ringe oder Harry Potter, was auch immer zuerst kam. Alle versuchen, boah, Herr der Ringe, richtig geil Film und so, müssen wir gucken. Und ich so, boah. Und dann hatte ich schon keinen Bock mehr, ne? Da habe ich nie gesehen. Ich habe nie Herr der Ringe gesehen, bis heute nicht. Und ja, ihr könnt mir jetzt alle in die Fresse hauen. Ich habe, ne. Zumal ich sowieso auf solche Filme nicht so mega abfahre. Nee, du. Da habe ich sofort keinen Bock mehr drauf, sobald das losgeht. Dann Harry Potter. Genau das gleiche. Dann Twilight. Ich liebe Twilight. Ich liebe alle Teile. Ich liebe Bella, ich liebe Edward, ich liebe Kristen Stewart und ich liebe Robert Pattinson und ich liebe jeden einzelnen Moment in diesem Film, Mann. Aber ganz am Anfang, als Twilight rauskam in die Kinos, da hatte ich eine Freundin, die ist 10-mal in den Film gegangen, Twilight. Nur Twilight, nix New Moon und so. Twilight. 10-mal.
Also mir wäre das Geld ja zu schade gewesen. Aber sie hat es getan. Und ich war kein einziges Mal mit. Nein. Ich hatte keinen Bock darauf, weil alle so, ah, oh, der ist gesehen, dieser Vampir, diese Tussi und diese volle Love. Nee. Irgendwann habe ich mir den mal angetan, weil zwei Freundinnen den gesehen haben auf DVD und mir die Haare gefärbt haben und ich konnte nicht weglaufen. Dann habe ich mir den angeguckt und ich fand den dann ganz gut, habe aber nur die Hälfte gesehen. Habe ich mir den irgendwann mal ganz angeguckt und dann war ich in Love. Dann war ich der Hype und da war schon wieder längst alles vorbei. Alle schon so, Twilight? Tausendmal gesehen. Und ich so, ah, Twilight. Ja. Dasselbe gilt übrigens auch für Sachen wie Harlem Shake, Gangnam Style. Bäh. Sobald alle sagen, hier, guck mal YouTube, ey, voll der neue Trend. Ne. Ne. Dasselbe mit Klamotten, neuen Schuhen, alles was so voll im Trend und wo alle gleich so sich raufstürzen. Ich hasse es. Nee. Hab ich gar keinen Bock drauf, weißt du? Nee. Dann, Fact Nummer 40. Ich bin eine sehr humorvolle Person. Person. Ich bin die ultra lustigste Spaßnudel des Universums. Nee. Aber, es war schon immer so. Wenn mich irgendwelche Leute beschreiben sollten, früher in der Schule, mit einem Wort oder bei Facebook oder was. Ich hatte immer Humor. Immer. Alle immer so, oh, Jasmin ist so lustig und man kann immer voll lachen, die ist immer so voll lustig drauf und so. Ja. Ich hab Humor. Ha. Ja. Also mit mir wird's nie langweilig. Nie. Es sei denn, mir ist langweilig oder ich will gelangweilt sein. Nein, das kommt nie vor, aber ich habe schlechte Laune oder so. Aber ansonsten, ne. Ich bin immer schon der Alleinunterhalter gewesen. Wenn 5 Leute um mich rumstehen, die alle nichts zu sagen haben, dann unterhalte ich einfach die Welt. Das war schon immer so. Und einige finden das wohl ziemlich lustig. Okay. Fact Nummer 41. Ich liebe Tiger. Also so richtige Tiger. Und musste wirklich heulen, als ich das erste Mal die WWF-Tiger-Werbung gesehen habe. Ihr kennt sie wahrscheinlich mit der Deadline von wegen nur noch 3200 freilebende Tiger. Ich liebe diese Tiere. Sie sind wunderschön, tun keinem Wesen auf der Welt was, außer vielleicht die paar Tiere, die sie fressen. Und bin super, super traurig darüber, dass die aussterben und ich würde am liebsten in den Dschungel fliegen und alle einzelnen Tiger abknutschen und ihnen sagen, dass sie ganz viele Babys machen sollen und alle totschlagen, die da hinkommen und sie totschlagen wollen. Ja, ich liebe Tiger und ich bin in den WWF eingetreten, also als Spendenmitglied. Und habe jeden Monat Geld gespendet. Und leider, dadurch, dass ich jetzt kein Einkommen habe, musste ich das erstmal einstellen. Ich werde aber, sobald ich einen Job habe, auf jeden Fall wieder einsteigen und hoffentlich mehr spenden können als vorher. Und ja, ich werde euch einen Link in die Infobox verlinken und hoffe, dass ihr euch einschreibt beim WWF. Man kann einen Festbetrag jeden Monat von seinem Konto abziehen lassen. Und wenn es nur 5 Euro sind, wirklich, weil mein Herz blutet dabei, echt, wirklich. Weil es sind wunderschöne Tiere und die sterben einfach, weil irgendwelche Assis ihr Fell haben wollen oder ihre Zähne oder was weiß ich. Ich meine, klar, es ist genauso unfair bei Elefanten und Gorillas und Nashörnern und aber meine Passion sind nun mal die Tiger und deswegen spende ich für die Tiger beim WWF. Fact Nummer 42.
Ich liebe Zumba. Ich habe schon ein paar Zumba-Kurse mitgemacht. Ihr kennt es vielleicht, das ist diese Tanz-Fitness-Kombination. Gibt es ja auch schon für sämtliche Konsolen zu Hause zum Nachtanzen. Es ist super genial. Ich bin ja nun wirklich jemand, der ein bisschen mehr auf den Rippen hat. Und es kommt einem wirklich gar nicht wie Sport vor. Ich habe echt am Anfang gedacht, boah, ich werde sterben, weil das ist ja wirklich ein hohes Tempo. Und man tanzt ja schon immer ein paar Songs. Also ich war einmal die Woche eine Stunde. Mehr ging leider nicht. Und ja, es war super genial. Und du hast dich gefühlt, als ob du auf einer Party bist und tanzt. Einfach nur ganz normal tanzt, in der Disco oder so. Und ich hatte auch gleich in der zweiten und dritten Stunde die Choreografien drauf von allen Songs. Total einfach. Ganz einfach ist das. Fact Nummer 43. Planlos durchs Leben. Ich hatte, glaube ich, noch nie in meinem Leben einen Plan. Und ich bin damit immer bisher ganz gut gefahren, weil natürlich kann man sich erstmal nicht selber enttäuschen, dann kann man keine anderen Leute enttäuschen. Und, keine Ahnung. Das ist so ein Stück weit meine Lebensphilosophie, dass ich einfach keinen Plan habe. Ich plane eigentlich nichts. Weil es gab mal Zeiten, da habe ich geplant und es ging immer schief. Und deswegen plane ich nichts mehr. Und es ist... ist so. Fact Nummer 44, auch wieder ein bisschen strange. Ich habe ein großes Interesse an psychischen Erkrankungen. Also ich interessiere mich total dafür, was es alles so gibt an merkwürdigen Phobien oder Zwängen oder... keine Ahnung. Insbesondere interessiere ich mich für Essstörungen. Das mag total strange klingen irgendwie. Ich finde es auch ein bisschen komisch. Aber ich bin total interessiert daran und gucke mir immer total viele Dokumentationen auf YouTube an oder gehe in irgendwelche Foren und lese mich da ein bisschen durch. Ich war ja mal in der Klinik wegen meiner Agoraphobie. 3 Monate, also genau 100 Tage war ich da. Und habe relativ viele Mädchen kennengelernt, die an Essstörungen litten. Und ja, eine Freundin ist leider gestorben. Wir hatten allerdings keinen Kontakt mehr. Leider. Ja, das hat mich ziemlich mitgenommen. Auch obwohl wir ziemlich lange keinen Kontakt hatten. Ja. Aber ich finde es einfach so krass, was die Psyche mit dem Körper machen kann. Und ich interessiere mich einfach dafür. Keine Ahnung. Deswegen weiß ich halt auch relativ viel drüber und gebe halt auch viel weiter. Und viele fragen dann immer, was, immer essgestört? Woher weißt du das alles? Wer meine Figur sieht, weiß, nein, ich bin nicht essgestört. Nicht mal Esssucht, denn dafür wäre ich nicht dick genug. Ja. Fact Nummer 45. Vertrauen. Ich bin eine Person, die viel zu schnell vertraut. Jedem und allem und überhaupt jedem. Also wenn ich jemanden kennenlerne und ich den wirklich mag und der nett zu mir ist, dann könnte ich dem eigentlich in den nächsten 10 Minuten meine ganze Lebensgeschichte erzählen. Und das ist nicht gut. Auf einer Art ist das sehr gut, weil viele Leute total positiv überrascht sind und immer sagen, oh, du bist total offen und total toll, bla bla bla. Ja, und auf der anderen Seite total scheiße, weil man natürlich mega verletzt und enttäuscht werden kann damit. Und ja, ich habe vielen, vielen, vielen Menschen viel anvertraut und wurde viel verletzt. Ja, das ist einer meiner negativen Facts. Ich hatte natürlich mehr positive, weil es einfach Sachen sind, über die ich lieber rede. Aber da war ich ein bisschen inspiriert von den 50 Facts About Me von Sarah Sorceress von Sarah. Und ich habe ihr Video gesehen und wusste, jetzt will ich auch eins machen. Ich hatte zwar schon länger vor,
Aber dann wusste ich spätestens, so, jetzt muss es losgehen. Und sie hat mich da wirklich total inspiriert, was sie alles so erzählt hat. Ihr Video werde ich auch auf jeden Fall in der Infobox verlinken, weil sich da einiges ähnelt und vielleicht könnt ihr das dann ein bisschen und so verstehen. Fact Nummer 46. Ich ekel mich vor Sachen, die ich nicht mag. Klingt erstmal relativ logisch, aber beim näheren Überlegen auch wieder total unlogisch. Weil Sachen, die man nicht mag, die mag man einfach nicht. Aber ich ekel mich davor. Am meisten bei Lebensmitteln. Mütteln. Zum Beispiel Tomaten. Buah! Wenn ich schon dieses Wort sage, buah, oh, ich hasse Tomaten. Oh, ich liebe Tomatensuppe, ohne Stücke natürlich. Ich liebe Tomatensoße zu Spaghetti. Ich liebe Tomatenmark auf Pizza. Aber ich hasse Tomaten. Roh. Bäh. Ich finde das so eklig. Von draußen sind die so knackig, wenn man die aufschneidet, ist da dieses ganze wabbelige, schwabbelige und die Kerne. Ich find, der Geschmack, ich finde das so eklig. Da zieht sich bei mir alles zusammen so. Bäh. Ich finde das immer ganz schlimm, wenn man sich belegte Brötchen kauft und da sind Tomaten drauf und man nimmt die dann so runter und der Käse oder was auch immer schmeckt immer noch nach Tomate. Ich hasse diese Stelle. Ich nehme dann auch immer eine Serviette und tupfe so das ganze, den ganzen Tomatensaft erstmal darunter. Dasselbe gilt übrigens für Kokosnüsse. Alles, was mit Kokosnuss zu tun hat, egal ob Essen oder Bodylotions oder Duschen, wenn ich das rieche, ich hasse Kokosnuss. Ich habe wirklich viel von meinem Papa, aber der hat Kokosnüsse geliebt und ich... Da wären wir auch bei Fact Nummer 47. Es gibt Sachen, da sage ich, ich mag es nicht, obwohl ich noch nie probiert habe. Natürlich bei Lebensmitteln sehr gut. Zum Beispiel Kiwis. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Kiwi gegessen, aber ich bin der festen Meinung, dass ich sie nicht mag. Nee, die sind mir schon total suspekt. Auch außen dieses Fell und dann drin diese ganzen Kerne. Noch nie gegessen. Aber ich mag das nicht. Ich weiß das. Genauso wie Aubergine und Mango und diese ganzen exotischen Sachen. Ach ja, und was auch zu dem Fact davor gehört mit dem Ekel, mit den Tomaten und Kokosnuss. Ananas. Bäh. Bäh. Ananas. Wobei ich bei Ananas auch noch eine Magenunverträglichkeit habe. Das heißt, zum Beispiel in der Ausbildung haben wir immer Sauerkraut gekocht mit Ananasstückchen drin. Wenn ich ein Stückchen Ananas gegessen habe, aus Versehen, oder einfach nur zu viel von diesem Sauerkraut, weil ja der ganze Saft von der Ananas da drin ist, habe ich den Rest des Tages, ich weiß, das interessiert keinen und das werden jetzt viele ziemlich eklig finden, aber ich habe den Rest meines Tages auf dem Klo verbracht. Weil das geht so. Piu. Fact Nummer 48. Der größte Fehler meines Lebens ist Fact Nummer 48, dass ich jemals meine Haare abgeschnitten habe. Ich hatte lange Haare, wirklich lange Haare. Ich werde euch am Ende dieses Videos auch noch ein Bild reinsetzen mit langen Haaren. Und ich werde es mein ganzes Leben lang bereuen, dass ich jemals habe abschneiden lassen. Das war der größte Fehler meines Lebens. Ohne Scheiß. Ich habe noch nie, also über mehr, für mehr, mich so gehasst als das. Bäh. Für etwas mich mehr gehasst. So rum. Ja. Fact Nummer 49. Ich mag meine Augen. Man fragt ja mal so, was magst du an dir am liebsten? Meine Augen. Ich mag meine Augen. Die sind blau. Und die sind sehr blau. Und man sieht das oft nicht auf Videos, deswegen lade ich immer relativ viele Fotos hoch, wo meine Augen gut aussehen, so im Licht irgendwie.
Und alle immer, boah, ist voll bearbeitet, deine Augen sind gar nicht so blau. Doch, die sind so blau. Ich schraube immer nur ein bisschen Kontrast hoch, einfach damit die Farben kräftiger werden. Und ein bisschen die Farbintensität, aber wirklich nur minimal. Ja, ich mag meine Augen. Mögt ihr meine Augen auch? Naja. Ich werde euch am Ende dieses Videos ein Foto von meinem Auge, diesem gesunden hier, ne? Ich mach das. Fact Nummer 50. Ha, 50. Ende. Fact Nummer 50 wird euch sicherlich spätestens in diesem Video schon aufgefallen sein. Ich komme nie zum Punkt. Nie. Nie. Ich kann mich nicht kurz fassen. Niemals. Also, wenn ihr euch jetzt gewundert habt, warum das Video so lange gedauert hat, das war schon die kurz gefasste Version. Ja. Wirklich. Ich kann mich nie kurz fassen. Wenn ich etwas erzählen will, ich brauche bestimmt eine halbe Stunde, um irgendwas zu erzählen. Und wenn es noch so ein kurzes... Ja. Alle immer so, ja und dann? Ja und dann? Oder beim Erzählen fällt mir noch was anderes ein. Und dann erzähle ich eigentlich gar nicht das, was ich eigentlich erzählen wollte. Und das fällt mir dann zu Hause erst wieder ein, wenn ich von dem, dem ich das erzählen wollte, schon wieder zurück bin. Ganz schlimm. Und alle dann immer, ja, und warum hast du jetzt das und das erzählt? Und ich dann, ach ja, das wollte ich dir ja erzählen. Ja, aber das war so bla 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 bla. Ich glaube, alle hassen mich dafür, sogar meine Freunde. Ich glaube, das ist der einzige Punkt, der dich richtig an mir aufregt. Ich kann es nicht ändern. Ich kann mich nicht kurz fassen. Ich muss immer sappeln und sappeln und sappeln. Da fällt mir was anderes ein, das muss ich dann auch erzählen. Ist so. Das war's. 50 Facts about me. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr wisst jetzt ein bisschen mehr über mich. Und ich hoffe, ihr schaut auf meinen anderen beiden Kanälen vorbei. Und ich hoffe, dass ich nicht vergesse, die Fotos von den ganzen Sachen, die ich jetzt aufgezählt habe, am Ende meines Videos auch einzubauen, weil ich hab's drauf. Ich sag immer, ich mache am Ende dieses Videos so ein Bild. Oder ich verlinke euch das und das in die Infobox. Und dann am Ende steht in der Infobox gar nichts oder sowas wie bla. Oder ein Smiley, weil ich nicht weiß, was ich da reinschreiben soll. Ich werde versuchen, an alles zu denken. Ich habe noch alles in meinem Kopf. Werde jetzt Video ausmachen und alles ganz schnell aufschreiben. Ja. Das war's.